Time out. Auch jeder versteht was anderes drunter. Für den einen ist das ein 2 Wochen Cluburlaub, andere suchen in der Natur ihre Auszeit und öffnen für sich so die Tür zur Freiheit. Für mich heißt Time out auf dem Berg auffahren, anschalten, den Moment genießen und eine Ruhe haben. Und dann gibt's wiederum andere. Die geben sich mit noch weniger zufrieden. Die sitzen auf ihrer Alm oben, ohne viel Ansprüche ans Leben, ohne Internet und müssen nicht ständig erreichbar sein. Ich bin schon 64 Sommer hier. Am 10. Mai bis November. Eigentlich ist es egal, was für einen Hintergrund man hat. Ob Almer, Sportler, ein Doktor oder ob man überhaupt einfach gerade ein Freigeist ist. Oben am Berg sind wir alles die gleichen. Vielleicht auch deshalb, weil wir tief drinnen alle nach dem Gleichen suchen. Nach der Ursprünglichkeit. Ein Perspektivenwechsel. Eine Auszeit weit weg vom Stress im Tal. Beide Sportarten haben wir irgendwie so das Gefühl, in einen Flow reinzukommen, alles andere abzublenden, auszuschalten und einfach nur auf das zu konzentrieren, was in dem Moment passiert. Ja, und das ist, glaube ich, schon das, was mein Timeout ist. Oder mein Timeout nochmal verstärkt, in den Flow reinzukommen und ja, 100% fokussiert sein. Nichts anderes wie das in dem Moment zu leben. Timeout, hey. Und schon habe ich durch einen Kollegen kennengelernt. Ein Almer, der seit vielen Jahren den Sommer im Märzengrund verbringt und sein ganzes Leben der Natur verschrieben hat. Auch nur mit seinen Hirnen, ein paar Kier und ohne Gas genießt er da oben das Leben. Der Schorsch und ich sind uns einig. So verschieden, wie wir vielleicht auch sind. Beide vereinen uns aus, dass wir einen Weg gefunden haben, die Natur spüren zu können und sozusagen mit ihr connecten. Oh, Schorsch, habe die Ehre.
Habideri! Hockst du schon länger da? Ja, ein bisschen schon. Und du? Wie geht's dir denn? Wunderbar. Wo ist dein Kummer, oder? Ich sollte nichts zusammenkramen. Teufel aus dem Ausstall. Was? Ja, die. Und ja, wo ist eigentlich wohl für das? Was ist da drüben? So, hergehört, die Laden um da, gell? Ja, die ist ja von Neuseeland um. Auch da gewesen, hab mich aufgesucht. Von Neuseeland? Ja, lang schon, ja. Ja, was hast du auf Englisch geredet? Little bit, yes. Little bit. Hey, erzähl einmal, jetzt wie lang bist du jetzt schon oben? Seit 1957. Ja, da war ich auch noch nicht auf der Welt. Nein, da hab ich nicht gesehen. 65 Sommer? Ja, 66. So etwa, ja. Nein, ich bin da gerne rum, nicht? Ich bin ja ein Naturmensch gewesen. Der Vater hat gesagt, ich sollte etwas wie gut lernen. Sehr gut auch noch. Ich sag, nein, ich will die Natur haben. Und darauf bin ich auch so geblieben. Hast du schon das neue iPhone? Nein. Oder das MacBook ist neu? Ich weiß gar nicht, was es ist. Aber ja, Telefon halt. Ich weiß schon. Ist ja mittlerweile schon da. Ich weiß schon, was es ist. Die Wählscheibe. Aber erstens brauche ich es nicht. Ja, und zweitens hat es mich gar nicht interessiert. Ja. Gesundheit. Lebe wohl. Der Schorsch hat sein ganzes Leben danach ausgerichtet, dass er in der Natur sein kann. Weg vom Alltagsstress, einfach draußen unterwegs sein. Die Corona-Krise hat den Blickwinkel vieler verändert. Die, die sonst immer reichbar sein müssen und keine Auszeit für sich nehmen, die haben auch gezwungen, eine Auszeit nehmen müssen und sind draufgekommen, was einen ja, happy macht im Leben und wie wichtig es ist, einfach mal außen gehen und abzuschalten. Nicht durchgehend erreichbar sein, sondern einfach nur kurze Spaziergänge im Wald, an der frischen Luft, die Natur genießen. Am Anfang von der Saison war Lockdown und die Lifte waren zu. Gott sei Dank haben wir direkt vor der Tiere die Berge und wir haben mit den Fällen unterwegs sein dürfen. Bei jeder Abfahrt hat man sich hart verdienen müssen. Dadurch hat man es aber auch schätzen gelernt und die Momente viel intensiver erlebt.
keinen Unterschied, ob man mit dem Ski, dem Brettl oder dem Bike unterwegs sind. Wenn am Ende vom Weg kein Berg mehr übrig ist, dann haben wir den Gipfel erreicht. Und da oben zu stehen, ist für mich eine Auszeit. Ein Timeout. Voller großer Gefühle und immer geprägt von Dankbarkeit. Die tiefe Zufriedenheit durch die Natur wirkt auch noch ein Timeout, lange noch. Ich bin dankbar dafür. Es ist ein großes Privileg, das so leben und erleben zu dürfen. Oh, Schnaps und trink ich mal. Ja, sicher, trink ich mal. Jo, dreh ich da. Nicht einfach fragen, und ich kein Handyempfang mehr. Ja. Lass dich immer zu dir da her. Und tu deinen Blick da mit dir auf der Terrasse hocken und hoch auf der Tour. Ja. Das ist ein Timeout. Ja, es sei da. Da Roma, eine Ruhe haben. Ja, Ruhe haben, aber ist ja Zeit aus, nicht? Da finde ich einfach frei. Genau, ja. Für mich ist eigentlich gesund sein dürfen und so drei kommst du schon so viel zu. Ja, Schiche und eine Schere. Ja, muss auch nehmen, bitte. Aber nicht beleidigt sein, weil das bringt nichts. Das ist mir ein Timeout. Weißt du, die Zeit, so, die Zeit ist aus. Sei das aus, was ich wüsste. Ja, dann ist es ein Timeout. Weniger ist eigentlich mehr. Weißt du, was ich mache? Ja. Oder? Du bist, mit umso weniger das hast oder die kümmern musst, umso so feiner ist es eigentlich. Wie es jetzt nett ist, gell? Ja. Kann er heute halt auch nicht mehr reden, mit, wenn man will, oder kann er sich das sein? Auf Amerika gerufen, ja. Seine Schwester. Mhm. Und ich bin echt nicht kennt, aber Kritoms. Das musst du feststellen. Ja, ja. Nein, ich wusste gar nicht feststellen, wenn ja, sie. Ja, der eine redet, der eine hat andere. Wenn sie es so im Gesicht ist, nicht? Ja. Ja, ja, geht ja alt heutzutage. Deswegen ist ja das Schiene, dass du aufhörst. Nein, schön ist nicht mehr. Viel zu viel. Nein, nein, das ist viel zu viel. Ja, so man ja nicht. Ja, ja, ich weiß es schon nicht. Frauenbesuch hast du an dem Adoling? Scheint er nicht mehr so oft. Was? Jetzt scheint er nicht mehr so oft. Ach so. Vom Georg habe ich gelernt, dass weniger auf mehr reicht. Natürlich verzichtet er auf das eine oder andere. Aber er hat dadurch auch weniger Sorgen im Leben. Am Ende vom Tag ist das Wichtigste, dass man gesund ist. Und wie der Georg schon so schön sagt, nicht beleidigt sein, weil es bringt nichts.